Melina Zwack ist eine von sehr wenigen Tierärzten, die sich mit Hühnern auskennen. Sie muss deshalb weite Strecken fahren. Sie sind einfach, ich weiß nicht, ich mag sie einfach nicht. Sie sind einfach Charaktertiere. Sie will keine Krankheiten einschleppen. Heute ist sie bei Zwergstrupphühnern in Söchtenau im Chiemgau. Erzählst du mir was? Ja, ehrlich. Sie ist gut vom Body Condition. Aber sie könnte ein bisschen mehr auf den Rippen haben, definitiv. Ja, es tut mir leid. Die böse Tierärztin. Ja. Seit dem Hühnerboom in Privatgärten ist Melina Zwack gefragter denn je. Denn auch Hühner brauchen Fürsorge. Uns ist einfach die enge Bindung zum Tierarzt sehr, sehr wichtig. Alle 3 Monate bekommen diese Hühner eine Impfung mit der Sprühflasche. Gegen die sogenannte Newcastle-Krankheit. Nicht alle Hobbyhalter nehmen das ernst. Wir haben hier dieses Gesetz, wir haben diese Pflicht. Und der muss man einfach nachkommen. Und das hat einfach einen solchen Schutzaspekt. Früher war sie angestellte Tierärztin. Dann hat sie am Chiemsee eine eigene Praxis speziell für Vögel aufgemacht. Das hat so schnell die Runde gemacht in dieser Geflügel-Hobbyhaltung, dass ich schon vor Eröffnung eigentlich schon anfangen hätte können zu therapieren. Viele Hühnerhalter sind heilfroh, dass sie jetzt hierher kommen können. In der Praxis wartet schon eine schwerkranke Henne. Landwirt Ulrich Scheck macht sich große Sorgen um Frieda. Wie lange hat sie das schon? 2 Tage. Also der geht es jetzt schon richtig, richtig schlecht. Ja? Mhm. Die macht die Augen zu, die röchelt ganz stark. So, sie kriegt jetzt eine Infusion, damit die von den Elektrolyten her oben bleibt, gell? Weil sie auch nichts frisst. Die Hühnerärztin verordnet ein Antibiotikum und weitere Mittel. Ein Abstrich mit den Erregern geht ans Labor. Landwirt Ulrich Scheck will alles versuchen, um seine Henne zu retten. Wird Frieda es schaffen? Hobbyhühnerhalterin Johanna hängt besonders an ihrer Henne Rabi. Auch sie hat sich einen schweren Infekt eingefangen. Hallo. Sie will weder fressen noch trinken. Die Überlebenschancen stehen schlecht. Doch die Behandlung der Hühnerärztin schlägt an. Mensch, Wahnsinn. Hi, und ich habe gesehen, du hast ein Ei gelegt. Hey, sag mal, du bist ja ein kleines Wunder. Ja. Das hast du richtig gut gemacht. Naja, es ist schon ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Ja, super gut. Im Fall von Frieda, der kranken Henne von Landwirt Scheck, ist es nicht so gut ausgegangen. Frieda hat den Infekt nicht überlebt. Doch immerhin, die anderen bleiben gesund. Die Hühnerärztin hat mit speziellen Mitteln die Abwehrkräfte gestärkt.